mit der 13 Michaela Williams und schließlich mit der 33 Sarah Mortensen. Osnabrück gewinnt den Eröffnungsjump und lässt den Ball gerade schön laufen. Pass von Eichmeier zu Townsend, die ersten zwei Punkte für Osnabrück markiert. Sarah Mortensen, die Dänin, mit der 33 im Aufbau zu Hebecker. Beide übrigens mit einer Gesichtsmaske, haben also insofern auch Probleme. Und da sicherlich vielleicht im Training einen Unfall gehabt oder ähnliches. Versucht da von Hebecker, gut verteidigt von Townsend. Und dann soll es schnell gehen. Manndeckung bei Wasserburg. Strotzig. Schön geblockt da von Anna Wojtulek. Und da revanchiert sich Jenny mit einem Foul. Ihr erstes Foul, aber ein ganz toller Block. Der Kroatin. Sie wirft jetzt ein. Aufbauspiel Nationalspielerin Lefke Brodersen. Hebecker, Williams gegen Eichmeier, raus, wieder zu Brodersen. Die verliert da den Ball gegen Schrotzig. Und Osnabrück baut wieder auf. Führing im 1 gegen 1 gegen Wojtulek. Townsend, Czujic. Da kommt der Block von Führing für Strotzig. Jetzt muss der Abschluss kommen. Aus der Ecke Townsend. Dreierversuch. Rebound. Wojtulek. Brodersen kriegt den Block von Williams. Strotzig taucht runter weg. Und jetzt 1 gegen 1. Von Wojtulek. Kontakt da. Das Foul geht gegen Czujic. Ihr erstes Foul und zwei Freiwürfe für die junge Kroatin. Ja, ganz ungewohnt. Kein Krach eher in der Halle bei Freiwürfen des Gegners. Aber ich habe mir sagen lassen, den Spielerinnen macht das sowieso nicht so viel aus. Anna Wojtulek trifft auch bei Ruhe, beide drin, 2 zu 2. Townsend, Ball wird nochmal ganz hoch gespielt, zu Czujic. 10 Sekunden noch für den Angriff, Townsend 1 gegen 1 gegen Mortensen. Und da schöner Tipp von Führing, die den Ball zu Czujic tippen kann, die hat dann keine Mühe einzunetzen. Schwieriger Dreierversuch und Eichmeier mit dem Fastbreak kann dagegen Wojtulek einnetzen. Das wird für Osnabrück sicherlich gegen ja, nur 7 Gäste hier darum gehen, den Ball auch schnell nach vorne zu bringen, schnelle Transition zu bekommen, um mit einfachen Fastbreak-Körben immer wieder erfolgreich zu sein. Hier wieder Rebound. Und wieder geht's schnell, Eichmeier, Strotzig, da geht das Anspiel nicht, schlechtes Anspiel, Brodersen dazwischen und Hebecker zu Mortensen, Dreierversuch, Pech für die Dänen, in and out. Sekunden und dann Strotzig, guter Zug zum Korb, da kriegt sie noch einen kleinen Schubser von Williams, Ball ist drin, es gibt den extra Freiwurf. Osnabrück führt damit 8 zu 2. Ja, sicherlich auch ungewohnt für die Spielerinnen, sie kennt es vielleicht aus der letzten Saison noch, die Ruhe hier in der Halle beim Spiel, fühlt sich dann immer so ein bisschen an wie ein Trainingsspiel. Die Bank der Panthers versucht da so ein bisschen akustische Unterstützung zu geben.
Eichmeier verteidigt da gut gegen Mortensen. Ball geht ins Aus. Die Dänin zuletzt dran. Weiter Manndeckung bei Wasserburg. Osnabrück immer wieder mit dem Block oben. Und da war Strotzig im Aus bei der Ballannahme mit dem Fuß auf die Seitenlinie. Das passiert immer wieder. Und deswegen Einwurf Williams zu Levke Brodersen. Ball oben, Beutelek, 1 gegen 1 gegen Eichmeier. Mortensen von Schulz nicht energisch gestört. Halbdistanzwurf 4 zu 8 aus Wasserburger Sicht nach gut 4 Minuten. Da der erste Dreierversuch, der erste Abschluss auch überhaupt von Sam Führing. Sie trifft. Und ihr habt von dem einen oder anderen gehört, dass er zu Hause bei jedem erfolgreichen Dreier doch ein Getränk zu sich nehmen will. Das wäre jetzt das erste gewesen. Čujić, 1 gegen 1 gegen Brodersen. Geht der Ball nochmal rum. Und Führing mit dem zweiten Dreier. Ja, wer da jetzt einen kurzen getrunken hat, darf gleich noch einen trinken. Beutulek, Williams gegen Eichmeier. Fake, noch ein Fake. Dann aber gut verteidigt von Eichmeier. Williams da ohne Chance. Jetzt kein Dreierversuch. Und der nächste Block von Wojtulek, diesmal gegen Eichmeier. Aber die Kroatin zuletzt am Ball, deswegen Einwurf Osnabrück. Und Rüdiger Wichote nimmt eine Auszeit für sein Team. Ja, 15 zu 4 steht es jetzt hier bei noch 4 Minuten 50 Restspielzeit im ersten Viertel. Also die Panthers haben ordentlich gescored. Leicht liegt natürlich auch an den beiden Dreiern von Führing zum Schluss. Vier Punkte auf Wasserburger Seite ist natürlich zu wenig. In der Offense fehlte so ein bisschen auch das Schussglück. Und unterm Korb hat Osnabrück das gut verteidigt, muss man sagen. Die 1 gegen 1 Situationen da von Führing und Eichmeier gut entschärft. So, das Spiel wird fortgesetzt. Noch 10 Sekunden für den Osnabrücker Angriff. Beide Teams unverändert. Einwurf Mili Čujić. Da kommt der erste Block von Eichmeier zu Führing. Der Ball wieder hoch. Eichmeier zu Strotzig. Townsend, 1 gegen 1. Gegen Williams. Relativ locker abgeschlossen. Brodersen gegen Strotzig. Da geht der Ball raus auf Mortensen. Die nimmt den Block nicht. Stattdessen Rebound Osnabrück. Nächster Dreierversuch. Nein. Führing. Zieht er, ja, mit Geschwindigkeit zum Korb, wird gehalten, gefoult. In diesem Fall Levke Brodersen mit dem ersten Foul. Neue 14 Sekunden Einwurfzeit. Aber jetzt der erste Wechsel bei Wasserburg. Elisa Hebecker ersetzt ihre Schwester. Einwurf Townsend, Osnabrücker Blöcke, Čujić am Ball, Sprungwurf von der Seite, Airball, Rebound, Wojtulek, die macht es jetzt schnell.
Aber Osnabrück steht schon wieder. Erster Wurfversuch da von Mortensen. Foul von Čujić. Beim Dreier gibt drei Freiwürfe. Ja, gab es den Kontakt oben an der Wurfhand. So, und jetzt darf Sarah Mortensen dreimal von der Linie. Der letzte war daneben. 17-6. Davon 4 Punkte von der Freiwurflinie für Wasserburg. Eichmeier. Nach dem Pick-and-Roll. Wurfversuch. Erfolgreich. Ball hoch, Wojtulek, Mortensen und gut dazwischen die Hände von Čujić. Osnabrück macht es schnell und erfolgreich, gut gespielt von Townsend da, die Führing bedient. Die hat gegen Elisa Hebecker keine Mühe, wird sogar noch gefoult und Sascha Čujić wechselt jetzt auch. Für Eichmeier kommt Frieda Bühner rein und für Čujić Vicky Poros. So, Bonus-Freiwurf drin. 22-6. Der Spielstand jetzt. Und Mortensen verdribbelt sich, dribbelt auch zu lange nach meinem Geschmack. Hätte er vorher auch vielleicht eine Mitspielerin anspielen können. Einwurf Osnabrück. Bühner, erster Ballkontakt. Dreier. 25 Punkte jetzt schon auf Osnabrücker Seite, wo noch 2,40 zu spielen sind. Einfacher Korbleger, Wojtulek nach dem Block. Macht das Ergebnis etwas besser. Zwei Punkte Versuch, Vicky Poros, auch erfolgreich. Ja, da stand sie mit dem Fuß auf der Linie, deswegen nur ein Zweier. Und ja, sie kam eben vor dem Spiel zu mir und wir haben uns kurz unterhalten und ich habe ihr gesagt, wenn du gleich einen Dreier triffst, dann kann ich auch deine Familie in Berlin mal grüßen, aber das war ja fast ein Dreier, insofern... Schöne Grüße an Familie Poros, die uns in Berlin zuschaut. Ja, so kann es weitergehen, Vicky. Gleich machst du aber den Dreier noch. Ja, zweite Auszeit jetzt schon von Vichote. So deutlich unzufrieden. Fordert da, glaube ich, mehr Engagement in der Defense. Ja, die Wasserburger haben es da den Panthers auch zu einfach gemacht. Sieht fast schon so ein bisschen aus, als ob sie mit hängenden Köpfen hier spielen. Das brauchen sie eigentlich gar nicht. Manchmal gibt ja so ein schmaler Kader auch die Chance, wirklich gut auszusehen und als Team was zu reißen. Brodersen. Im Aufbau. Aber wenig Bewegung da auf der Weak Side. Jetzt 1 gegen 1 Versuch. Hebecker, aber auch gut verteidigt. Stattdessen Strotzig, Poros. Und Wasserburg steht wieder in der Defense. Ja, schwieriger Pass von Townsend. Führing beschwert sich da und sagt...
bin noch gehalten worden, hat Mario Müller nicht so gesehen. Doppelwechsel jetzt bei beiden Teams. Bei Osnabrück Eva Rupnik für Jenny Strotzig. Und ja, bei Wasserburg mit der Nummer 9 die 15-jährige Maria Perner im Aufbau. Außerdem ist Laura Hebecker wieder auf dem Feld. Gut verteidigt da von Poros gegen Mortensen. Ja, viel Verantwortung heute für Maria Perner, die die Aufbauposition jetzt übernimmt und Sam Führing von der Dreierlinie noch hundertprozentig ihr dritter Erfolg. Perner gegen Rupnik. Ja, da zieht sie zum Korb, hat aber nicht den Mut abzuschließen, deswegen der Pass raus. Und der wurde abgefangen, allerdings der Korbleger von Townsend auch. Und jetzt wird ja, Hebecker versucht, was zu kreieren. 1 gegen 1 gegen Townsend, kriegt jetzt den Block von Williams. Pick and Roll, klappt nicht so richtig, Ball geht raus. Elisa Hebecker, Anspiel, Mortensen. Und da muss der Wurf kommen. Von Williams, er kommt und ist sogar drin. So, 20 Sekunden noch, 30-10 der Spielstand. Gucken, ob Osnabrück ausspielt. Nee, Osnabrück nimmt den 5. Dreier, den 2. von Frieda Bühner. Also ein Dreier trinken zu Hause würde im ersten Viertel wirklich ja, eine Leistung schon sein. Etwas leise die Schlusssirene, deswegen hat der Schiedsrichter gerade unterstützt. Da muss am Tisch vielleicht noch irgendwie was Lautes her. Erste Viertel beendet, Spielstand 33. Also, knappe Spiele. Hier in Osnabrück ist es deutlich im ersten Viertel und das zweite Viertel beginnt. Maria Perner gegen Eva Rupnik, Williams gegen Bühner. Hebecker jetzt gegen Merit Brennecke, die erstmals auf dem Feld ist. Und Williams fängt den Ball nicht, geht ins Aus. Ja. Osnabrück hat doppelt getauscht. Townsend hat das Feld geräumt für sie, Emma Eichmeier, und für Sam Führing Merit Brennecke. Poros, schwieriger Pass. Eichmeier hat den Ball noch, 9 Sekunden noch für den Angriff. Sie hält ihn. 4, jetzt muss der Abschluss kommen. Kam auch. Und Rebound, Laura Hebeck. Die macht es 1 gegen 1 und scored in ihrer unnachtümlichen Art. Ball läuft außenrum bei Osnabrück, jetzt inside, Bühner, kleiner Hüpfer von ihr, habe ich auch so gesehen, nach der Ballannahme, deswegen Schrittfehler von Mario Müller gepfiffen, Einwurf Wasserburg. Maria Perner. Zu Elisa Hebecker, Williams, Perner wieder. Da gut dazwischen gegangen. Von Merit Brennecke, die allerdings mit dem Fuß die Linie noch berührt. Deswegen bleibt der Ball bei Wasserburg. Ja, jetzt Elisa Hebecker gegen Eichmeier. Da muss die Aktion kommen. Die Laura Hebecker war es. Sie nimmt den Dreier. Die geht vorne auf den Ring und Rebound Osnabrück. Ja, man hört Sascha Čurić laut fordern, den High Post auch zu besetzen. Also die Position an der Freiwurflinie. Wurf von Poros zu kurz. Rebound Williams, die macht Tempo gegen Eichmeier. Aber die Eichmeier macht da gut die Grundlinie zu. Auch Osnabrück die Manndeckung
Viel Druck da gegen Perna, aber sie behauptet sich. Williams, schwieriger Wurf. Rebound Brennecke. Osnabrück macht's wieder schnell. Brennecke mit dem Dreierversuch, der ist aber deutlich zu kurz. Airball von ihr. Und Levke Brodersen ersetzt wieder Maria Perna. Ja, in dem ersten Viertel 33 Punkte. Jetzt haben wir schon 2,5 Minuten gespielt und noch kein Osnabrücker Punkt. 2 auf Wasserburger Seite. Gut gespielt da. Von Brodersen auf Hebecker. Die schlängelt sich um Poros. Kommt das Foul und geht an die Linie. So, beide Freiwürfe drin. 33 zu 14. Eichmeier setzt sich da durch, aber der Abschluss nicht erfolgreich. Tippt den Ball dann ins Aus. Einwurf Wasserburg. Hebecker, Williams, Brodersen. Und Foul von Bühner da gegen Hebecker. Ja, Laura Hebecker, sie ist eine große kämpferische Natur, versucht sich hier gegen die drohende Niederlage zu stemmen, zieht immer wieder rein in den Korb, läuft weite Wege. Mortensen bekommt den Block, nee, nimmt sie nicht, jetzt aber. Jetzt muss der Abschluss kommen. Zu kurz, Rebound Bühner. Osnabrück ist wieder vorne. Poros. Da hat sie den freien Dreier, landet aber vorne auf dem Ring. Und der Rebound bei Michaela Williams. Und das nächste Foul von Bühner da beim Zug zum Korb von Williams. Zweites Foul. Turch ersetzt Poros und Wojtulek Elisa Hebecker. Die nächsten Freiwürfe für Wasserburg. An der Linie waren sie jetzt, glaube ich, schon 7-mal, jetzt 8 und 9. Einen Fehlwurf habe ich bislang registriert. Da ist der zweite. Und der dritte hinterher. Beide Freiwürfe von Williams verlegt. Und da Foul von Mortensen an Eichmeier. Sekunden für den Abschluss. Den nimmt Emma Eichmeier. Dreierversuch. Geht auf den Ring. Rebound. Bei Rupnik an der Freiwurflinie. Die wird auch bei ihrem Wurfversuch nicht gestört.
Brodersen, da nutzt sie aus, dass Rupnik fällt, aber der Dreier fällt nicht. Und Rupnik ist schon wieder vorne, sieht Bühner. Bühner hätte sie ablegen können. Da waren auch Brennecke und Eichmeier frei. Und da jetzt ein einfacher Wurf von der Freiwurflinie. Williams nicht erfolgreich. So, rechte Seite, Eichmeier. Jetzt andere Seite, Czujic. Ja, Rupnik versucht da immer wieder das Spiel zu sortieren, was zu kreieren in der Offense. Spielerwechsel Wasserdorf, eingewechselt wird die Nummer 10, Elisa Ettecker und... Aber Wasserburg in der Verteidigung jetzt etwas besser, etwas engagierter. Die Auszeit von Wichote hat sicherlich geholfen. Auch wenn da jetzt... Ja, eigentlich Merit Brennecke völlig frei zum Abschluss kam, aber sie kann den Wurf nicht verwerten. Ball geht dann vom Osnabrücker Bein ins Aus. Und Wasserburg greift mit der nächsten Chance an. Wieder der erste Pass auf den Center oben. Dann der Block. Die Eröffnung von Wasserburg immer wieder ähnlich. Centerspiel, Heutulek. Spielt dann raus auf Hebecker, aber auch deren Dreier fällt nicht. Stattdessen Fastbreak, Osnabrück, abgeschlossen von Czujic mit dem Dreier. Die, ja, hat sie Pech, geht auf den Ring, Ball aber von Wojtulek ins Aus. Einwurf Osnabrück. Und der nächste Dreier, der sechste in diesem Spiel, diesmal Eva Rupnik, Johannes in Belm. Viel Spaß beim Trinken. Osnabrück greift wieder an, hat auch die Rebound-Hoheit heute hier. Wasserburg eigentlich ja ein großes Team, aber ohne Reinhol. Das war von Brennecke jetzt etwas mutig. Und etwas streng von Mario Müller die Attacke von Rupnik als unsportliches Foul geahndet. Da erklärt er ihr nochmal sozusagen, dass dann, wenn sie den Fastbreak nur dadurch unterbrechen will, dass sie auf den Körper geht und gar nicht ja, so richtig den Ball im Sinn hat, dass er das, egal ob sie die letzte Frau ist oder nicht, ein unsportliches Foul nach sich zieht. Ein Freiwurf trifft Hebecker. Aber Wasserburg jetzt 5 Sekunden, 4 Sekunden, Abschluss muss kommen. Schwierig, Rebound, Brennecke. Czujic hat sie eigentlich Platz für den Dreier, nimmt sie nicht. Stattdessen Bühner mit dem dritten Dreier versuchen, den dritten Dreier. Duell Hebecker gegen Eichmeier. Ja, war drin. Unterhandkorbleger von Laura Hebecker. Eichmeier zu Bühner. Die erstes Anspiel zu Brennecke kommt nicht an. Das zweite schon. Wojtulek, schöner Wurf aus der Halbdistanz gegen die Hand von Brennecke.
Zone jetzt bei Wasserburg. Dreierversuch von Eichmeier und dann geht's ganz schnell. Super Pass von Mortensen. Und Hebecker mit dem ersten Wasserburger Dreier. So, 1,20 noch. Juic, tolles Anspiel von ihr, aber nicht verwertet von Brennecke, die dabei auch noch Wojtulek fault. Ne, Eichmeier kriegt das Foul. Die geht jetzt auf die Bank zusammen mit Eva Rupnik. Townsend, Strotzig kommen wieder bei Wasserburg. Kommt Maria Perner für Sarah Mortensen. Ja, fünftes Teamfoul auch von Osnabrück. Deswegen jetzt zwei Freiwürfe für Anna Wojtulek. Zweite daneben. Und etwas hektisch da von Townsend, den Ball aufgenommen, nicht gut gepasst, kann Juric nicht fangen. Eine Minute noch zu spielen in Osnabrück vor der Halbzeitpause. 43, 23, 20 Punkte Führung. Also ein fast ausgeglichenes zweites Viertel. Maria Perner, Dreier, geht hinten auf dem Ring. Rebound hat Osnabrück. Ja, Tschuitsch etwas unzufrieden. Von Wojtulek. 27 Sekunden noch, 14 jetzt für den Angriff Osnabrück. Also Wasserburg wird nochmal in die Offensive kommen. Es sei denn, dass Osnabrück da gleich den Offense-Rebound holt. Townsend, 6 Sekunden. Gut gemacht. Viel Kontakt, hätte man noch Foul pfeifen können von Brennecke. Und der letzte Wurf von Townsend kommt nicht ins Ziel. Halbzeit in Osnabrück, 45 zu 23. So, Teams sind bereit. Holger Lohmüller übergibt Osnabrück den Ball. Jenny Strotzig gegen die Zone von Wasserburg. Ball läuft rum, dann auf High Post, Eichmeier zurück, Townsend, Fake, von der Freiwurflinie, auch gegen Hebecker, erfolgreich. Hefke Brodersen zu Williams, die gegen Eichmeier und Jenny Strotzig mit schnellen Händen dazwischen, 8 Sekunden noch. Für den Wasserburger Angriff. Dreierversuch. Erfolgreich. Mortensen. Da war Jill Townsend nicht nah genug. Sam Führing mit den nächsten Osnabrücker Punkten. Hebecker wühlt sich da wieder durch, aber beim Rebound Führing schneller. Juric und Führing freier Dreier. Vierter Versuch
Vierter Treffer, ganz stark von der Amerikanerin. Williams da gestört von Eichmeier, aber Einwurf bleibt bei Wasserburg. Gut gespielt eigentlich. Der kurze Pass zu Mortensen, die kann aber nicht verwerten. Rebound hat wieder Osnabrück. Und die spielen schön die Zone aus und Führing bedient da Eichmeier unterm Korb, die unbedrängt einnetzen kann. Wurfversuch, Wojtulek, Rebound, Führing. Es bleibt dabei, die Rebounds sind bei Osnabrück. Und die Dreier sind bei Osnabrück. Townsend mit dem nächsten. Und das macht in diesem Spiel den großen Unterschied aus. Osnabrück führt jetzt 57 zu 26. Ja, auf den anderen fünf Plätzen geht es doch deutlich enger zu. Die Differenz zwischen den Teams dort beträgt zwischen 2 und 6 Punkten. Hier in Osnabrück sind es jetzt 31. Ein Spiel musste heute leider abgesagt werden. Im Team der Lions aus Halle hat es positive Corona-Tests gegeben, deswegen wird das Spiel zwischen Marburg und Halle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die übrigen 6 Partien finden statt. Rebecca gestört da von den Osnabrückern, aber der Ball bleibt bei Wasserburg. Einwurf Odersen, Wojtulek, Mortensen, wieder Wojtulek, jetzt muss der Abschluss kommen, macht sie gut, aber von Führing gestört und kann dann auch nicht vollenden. Juric. Schwieriges 1 gegen 1 von ihr. War sogar fast drin. Und jetzt mal Williams unterm Korb gut angespielt und erfolgreich. Schwieriger Pass da. Führing bleibt aber am Ball. Vielmehr jetzt Townsend raus auf Church. Dreierversuch daneben. Wasserburg mit dem Fastbreak, Williams ganz schnell. Führing lässt sie machen. 4 Wasserburger Punkte in Folge. Wasserburg jetzt auch wieder mit der Manndeckung. Führing 1 gegen 1. Eichmeier mit dem Anspiel auf Tschulc. Aber der war zu einfach für sie. Etwas wildes Spiel jetzt gerade hier. Und die nächsten Wasserburger Punkte, diesmal von Wojtulek. Ja, Osnabrück etwas nachlässig jetzt in der Verteidigung und im Angriff auch nicht so zielgerichtet in den Aktionen. Eichmeier bedient Führing unterm Korb. Die macht 1 gegen 1 da. Hat da gegen Hebecker keine Mühe. Oh, was hat das?
Church mit dem dritten Foul, danach dem Rebound von Williams. Wird jetzt auch ausgewechselt für sie Vicky Poros, für Emma Eichmeier, Frieda Bühner. Williams mit den nächsten beiden Freiwürfen. Netzt beide ein. 59-34. Noch gut 5 Minuten in diesem Viertel. Schönes Anspiel von Führing, von Townsend auf Führing. Eine ganze Kombination da, kann erfolgreich abgeschlossen werden. Und ja, einen ähnlichen Pass auf der anderen Seite. Mario Müller ahndet das als Foul. Das war eine knappe Entscheidung. Townsend. Ah, da korrigiert er sich nochmal in der Anzeige. Erst hatte er, glaube ich, der Nummer 3, Sam Führing, das Foul gegeben. Jetzt aber Jill Townsend. Sei es drum, Wojtulek an der Freiwurflinie. Erster Ball zu kurz. Der zweite ist drin. Trotzig. Townsend, Dreierversuch, diesmal zu lang. Und beim Rebound Foul von Führing, die da hinterhergeht. Sie entschuldigt sich auch gleich. Rupnik ersetzt jetzt Trotzig. Rebecca, Dreierversuch. Oh, Airball. Da versucht Williams den Ball noch zu holen. Und Wechsel jetzt Maria Perna. Wechselt mit Sarah Mortensen. Interessant auch bei Wasserburg jetzt zu sehen. Die Co-Trainerin Rebecca Brinkert-Torissen steht an der Seitenlinie und coacht, während Rüdiger Wechote sich das im Sitzen anschaut. Einer darf ja auch nur stehen. Brodersen mit dem zweiten Foul gegen Poros oder gegen Rupnik war es, die hier den Fehlpass macht und damit Wojtulek zu einem einfachen Korbleger einlädt. Oh, wieder der nächste schwierige Pass von Eva Rupnik. Ja, zweimal eigentlich grob falsch, da auf die linke Seite zu dribbeln und den Diagonalpass auf die andere Seite des Feldes zu versuchen. Da ist mehr Konzentration gefragt. 1-gegen-1 Versuch von Wojtulek gegen Führing, aber gut wieder schwer gemacht von der Amerikanerin. Der nächste Fehlpass von Osnabrück, diesmal Townsend. Und Sascha Czulcz fordert schon die Auszeit. Das gefällt ihm natürlich nicht, dass man schon im Spielaufbau dreimal den Ball herschenkt. Schönes Spiel da von Wasserburg. Brodersen und Williams. Pick and Roll. Bühner kommt nicht hinterher. Und so steht es jetzt hier 61-39. 22 Punkte der Rückstand. Etwas freundlicher für Wasserburg. Thank you.
Ja, wie geht's weiter hier in Osnabrück? Nach dem Jahreswechsel steht das nächste Heimspiel an. Am 2. Januar könnt ihr alle wieder einschalten bei sporttotal.tv. Das Heimspiel der Osnabrücker gegen die Mannschaft mit dem längsten Namen in der Liga, die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen, wird dann zu Gast sein hier in Osnabrück. Die Mannschaft spielt aktuell gegen im Niedersachsen-Duell gegen die TK Hannover Luchse. Da steht es 63-65, kurz vor Schluss. Ja, die Göttinger kommen am 2. Januar 16 Uhr, also am Sonntag um 16 Uhr hier nach Osnabrück. Das Spiel wird leider wieder ohne Zuschauer stattfinden. Insofern schaltet ein bei sporttotal.tv. Und danach wird Osnabrück dann am Mittwoch, den 5. im Pokal in Herne antreten, im Viertelfinale, um den Einzug in das Top 4. Airball hier von Rupnik, die musste werfen. Zweierversuch, Williams, Rebound landet bei Führing. Führing wird jetzt ersetzt durch Brennecke. Ja, um das zu vollenden noch, nach dem Pokalspiel am 5. geht es für Osnabrück schon am 8. weiter. Auswärtsspiel in Freiburg, Samstagabend, ganz schweres Match gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Rupnik hier mit dem nächsten Fehler, hätte sie auch selber abschließen können. Und Brodersen zeigt, wie es geht. Ja, schlechte Phase gerade von Osnabrück. 41-61. Williams mit ihrem zweiten Foul bekommt jetzt auch mal eine Pause. Elisa Hebecker wieder dabei. Aber Osnabrück vertändelt es wieder. Dreierversuch, Hebecker zu kurz. Osnabrück-Rupnik da mit Schwierigkeiten im Aufbau. Dreierversuch, Bühner findet nicht das Ziel. Kein ja, souveränes Spiel jetzt gerade von Osnabrück. Aber Wojtulek mit dem nächsten Dreier. Zu weit weg, Brennecke. Sascha Čurić sichtlich unzufrieden. Will jetzt auch wieder wechseln. Eichmeier und Čurić ersetzen Bühner und Townsend. Vier Sekunden und dann allerdings das Foul da. Maria Perna mit ihrem ersten Foul, deswegen neue 14 Sekunden für Osnabrück. Ja, die beiden Schiedsrichter, Holger Lohmüller und Mario Müller, heute ganz souverän. Haben allerdings auch kein schwieriges Spiel zu pfeifen hier, wenig knifflige Situationen. Jetzt wieder Osnabrück, Eichmeier. Pick and Roll. Oh. Twitch. Zug zum Korb, gar nicht schlecht, aber man konnte es deutlich hören, noch bevor der Ball ihre Hand verlassen hat, das Signal der 24-Sekunden-Uhr, Regelübertretung, Einwurf, Wasserburg.
Da kommt der Screen für Hebecker gegen Čujić. Wojtulek versucht sich da gegen Brennecke durchzusetzen. Ball geht raus. Jetzt muss der Wurf kommen. Der Wurf muss kommen. Notwurf landet bei Rupnik. Die versucht ja wieder sehr schwierig durchzudribbeln. Passt raus auf Čujić. Hat Distanz kein Glück. 7 Sekunden noch. Dann ist das Viertel schon zu Ende. Macht Brodersens alleine. Ja. Aber nicht erfolgreich. Da kommt das Signal. Viertelpause in Osnabrück. Dritte Viertel ist zu Ende. 61 zu 44. Eine Spiel. 11 bei Osnabrück. 8 bei Wasserburg. Aus Wasserburger Sicht erfreulich. Im dritten Viertel hat es keinen Turnover gegeben. Und so starten die Teams jetzt ins letzte Viertel. Strotzig wieder für Rupnik auf dem Platz. Verteidigter Brodersen. Williams muss werfen. Rebound, Čujić. Und Brodersen blockt da Strotzig. Nutzt den Screen von Williams für den Dreier. Der drin ist. Freier Dreier Poros. Ah, in and out, Rebound, Eichmeier. Spielt raus auf Strotzig. Und da der Push von Perner. Aber vor dem Korbabschluss, deswegen wird es Einwurf geben. Doppelwechsel Osnabrück wieder. Poros, Brennecke, runter, Čujić. Und Führing drauf, erste 5 von Osnabrück. Ist jetzt wieder auf dem Feld. Eichmeier, Block. Aber dann spielt Osnabrück doch den Ball gut rum. Nur der Dreier von Čujić findet nicht das Ziel. Dafür holt sie sich den Ball in der Defense wieder. Und Townsend 2 gegen 2. Aber Foul da von Laura Hebecker. Ihr erstes Foul. Ja, und wie im dritten Viertel nach gut 2 Minuten noch kein Osnabrücker Punkt. Townsend da jetzt. Pick and Roll mit Eichmeier, geht nicht. Und der Wurf von Strotzig findet auch nicht das Ziel. Mortensen. Beteiligt von Čujić, die hat 3 Fouls. Eichmeier, Stil, Strotzig, aber Wasserburg steht wieder. Pick and Roll, nächster Versuch. Diesmal gut gespielt von Führing, bedient Eichmeier, die dann abschließt. Gut gesehen von der Amerikanerin. Ja, Foul von Maria Perner, aber diesmal nicht als unsportliches entschieden. War zwar sozusagen die letzte Verteidigerin, aber das Foul war jetzt im Kampf um den Ball, kann man durchaus so entscheiden.
Führing. Eichmeier verteidigt von Hebecker, aber da der Ball gut von Schulz auf Führing gepasst. Den ersten Versuch legt sie daneben, holt sich den eigenen Rebound jetzt ein. Osnabrück jetzt wieder etwas stabiler. 65-47 der Zwischenstand. Eichmeier verteidigt da Hebecker. Nee, Mortensen räumt sie ab. Führing, Dreierversuch. Nein, sie wird verteidigt. Stattdessen schön das Play über Townsend und Eichmeier zu ihr. Und Hebecker hält da. Deswegen das Foul. Perner wieder raus. Brodesen rein. Ja, und jetzt gibt es bei dem fünften Wasserburger Foul in diesem Viertel auch schon die Freiwürfe. Ja, das Spiel in Göttingen ist beendet. Hannover hat knapp mit 5 Punkten 72-67 gewonnen. Bleibt damit auch vor Osnabrück. Townsend blockt. Hebecker. Schöner Pass von Führing da im Tippen zu Eichmeier. Und ob die zurückspielen will oder werfen will, konnte man nicht so richtig erkennen. Auf jeden Fall geht der Ball über den Ring und landet wieder bei Wasserburg. Schulz tippt den Ball, Osnabrück hat ihn wieder. Führing, Eichmeier, Townsend, Dreier. Auszeit, Vichote. Ja, Osnabrück spielt jetzt wieder gut zusammen. Immer wieder gut zu sehen, wenn der Extrapass gespielt wird, die freie Spielerin an der Dreierlinie gefunden wird, dann fällt so ein Ball auch und ja, dann ist die Freude im Team auch größer, als wenn man durch Einzelaktionen zum Erfolg kommt. 70-47 der Spielstand. Wasserburg ist außerdem Dreier zu Beginn in diesem Viertel offensiv noch nichts gelungen. Noch 5 Minuten 40, Spielstand 70-47 für Luigi Frankfurt aus Osnabrück. Aber jetzt neuer Versuch. Lefke, Brodersen, Anna, Wojtulek, Nikki Williams, Sarah Mortensen und Laura Hebecker. Jeder hatte einmal den Ball. Und der Abschluss von Williams wird von Čujić mit einem Foul unterbunden. Wird zwei Freiwürfe geben. Viertes Foul von Čujić, die jetzt auch das Feld verlässt. Für sie Frieda Bühner. Williams mit dem nächsten Freiwurftreffer. Beide drin. Jetzt Eichmeier gegen Williams.
Ball fällt nicht, aber ist faul. Gegen Wojtulek. Freiwürfe für die Osnabrückerin. Mit zwei erfolgreichen Freiwürfen die Punkte 9 und 10. Ansonsten bei Osnabrück fällt auf natürlich die 25 Punkte von Sam Führing in ja, gut 21 Minuten bei vier erfolgreichen Dreiern aus dem Zweipunktbereich 6-5. Also starke Leistung der Amerikanerin. Laura Hebecker zeigt nochmal hier ihre Qualitäten gegen Townsend. Townsend jetzt gegen Hebecker, zu Eichmeier, zu Strotzig, Floater, zu Kurz, Rebound, Wojtulek. Ja, vielleicht begrüßen wir jetzt auch den ein oder anderen der Basketball-Community, der zunächst bei den anderen Spielen zugeschaut hat, die ja teilweise beendet sind. Herne hat beispielsweise mit 4 Punkten in Nördlingen gewonnen. Düsseldorf mit 7 Punkten in Heidelberg. Brodersen sind hier nochmal erfolgreich. Zweier war das. Eichmeier nicht erfolgreich, aber Rebound bei Jill Townsend. Doppeldribbel, gut gesehen von Holger Lohmüller. Da hat Jill Townsend den Ball nochmal getippt. Und jetzt bekommt Sam Führing nochmal die Pause. Merit Brennicke für sie dabei. Anna Wojtulek, Liefke Brodersen, Dreier Sarah Mortensen, ist drin. Ja, in diesem Viertel 11-12 und schön dazwischen gegangen von Anna Wojtulek. Ja, vielleicht geht das Spiel so aus, dass Osnabrück zwar das Spiel gewinnt, aber nur eins, nämlich das erste der vier Viertel, gewinnen kann. Und Wasserburg die anderen drei gewinnt. Foul von Mortensen. Und da wir ja in den Teamfouls bei Wasserburg sind, zwei Freiwürfe für Frieda Bühner. Nachtragen kann ich noch, Salui hat Keltern mit 69-63 geschlagen und wobei da ist noch, sind noch 54 Sekunden zu spielen, aber da wird nicht mehr viel passieren. Die Rheinland-Lions, der Tabellenführer, hat mit 6 Punkten gegen den Tabellenzweiten Freiburg gewonnen. Aber jetzt zurück hier nach Osnabrück, Wojtulek gegen Brennecke, gut verteidigt diesmal, Rebound Bühner bei noch verbleibenden 2 Minuten 40 und 16 Punkten Führung. Die Osnabrücker im Angriff, Strozig raus, Ball läuft, nächster Dreierversuch, Eichmeier geht auf den Ring, Rebound Jenny Strozig, Eichmeier baut neu auf. Oh, das sah fast wie ein Schrittfehler aus von Merit Brennicke. 4-3 Sekunden, jetzt muss der Abschluss kommen. Geht auf den Ring. Rebound, Williams, 1 gegen 1 Korbleger. Oh, das hat Mario Müller, glaube ich, falsch gesehen. Von hier oben sah es auch aus nach Einwurf Wasserburg.
Ja, und jetzt freut es mich, dass Mayra Banko, die junge 16-Jährige für Osnabrück, zum zweiten Mal in dieser Saison, glaube ich, aufläuft. Eigentlich spielt sie ja in der WNBL und bei der Panthers Academy in der zweiten Liga. Die Dreier-Spezialistin aus Quakenbrück begrüßen wir hier ganz herzlich auf dem Feld. Sie ersetzt Emma Eichmeier. Und ja, vielleicht hat sie jetzt in den verbleibenden 2 Minuten auch nochmal die Gelegenheit für einen Abschluss. Jetzt ist sie am Ball. Da ist der Dreier von ihr. Geht vorne auf dem Regen. Rebound Townsend. Neue Chance für Osnabrück. Townsend, Brennecke. Jetzt die Aktion zum Korb. Diesmal gut gemacht von der Braunschweigerin. Tolle Aktion. Lohnt sich mit 2 Punkten. 76-58. Williams gegen Bühner. Erfolgreich, Unterhand. Gut verteidigt wieder von Anna Wojtulek. Die gefällt mir heute sehr gut, die junge Kroatin. Jetzt schnappt sie sich wieder den Ball und macht die nächsten 2 Punkte. Hat jetzt schon 17 Punkte auf dem Tablett. Und mit diesem Stil und weiteren 2 Punkten sind es 19. Topscorer in ihrer Mannschaft, gefolgt von Mickey Williams, 14 Punkten. Laura Hebecker, 12 Punkten. Sarah Mortensen, 10 Punkte. Aber wie gesagt, das alles auch in der Swish-App nachzugucken. Hier das Foul jetzt von Mortensen. Freiwürfe für Strotzig. Maria Perner für Laura Hebecker. Für die verbleibenden 22 Sekunden. Topscorerin bei Osnabrück mit 25 Punkten. Darüber hatten wir schon gesprochen. Sam Führing, 14 Punkte, hat Jill Townsend. 11 Punkte Frieda Bühner, 10 Punkte Emma Eichmeier und ja, mit den Freiwürfen liegt Jenny jetzt bei 5. So, 17 Sekunden jetzt hier noch. Mal gucken, ob Wasserburg noch einmal einen Angriff versucht. Ja, sieht so aus, als ob Levke Brodersen das will und Mickey Williams auch. Sie netzt nochmal einen Zweier ein und damit steht es 78-64 in diesem Spiel. Oder hat der Schiedsrichter, möchte er noch einen Nachschlag geben? So ist es, die Uhr wird ja gestoppt, wenn der Ball drin ist. Also eine Sekunde haben wir noch und die ist jetzt auch gespielt. 78-64. Ich sage hier nochmal nachgucken,